Liebe Rumfreunde, schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen bei Rum. Ich melde mich hier aus dem sonnigen Süden von Köln-Nippes. Die Außentemperatur spielt hier so gut wie keine Rolle. Das Wasser ist klar und durchsichtig. Das Teilnehmerfeld ist hochkarätig besetzt. Geradezu die idealen Bedingungen für die Wochenshow. Viel Spaß! Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Castor, immer noch großes Polizeiaufgebot in Ahaus. Durchgeknallt, Dieter Bohlen heiratet polnische Boygroup. Und Freudentaumel, Chemnitz freut sich über die Sommerzeit. Die Themen der Woche. Die Einführung des Euro im nächsten Jahr gilt als sicher. Nach Ansicht der EU-Kommission haben genau 11 Länder ihre Haushalte in Ordnung gebracht. Lediglich Italien wurde gerügt und will nun eine Haushaltshilfe einstellen. Zum Einfluss des Euro auf die kommende Bundestagswahl äußerte sich auch der Bundeskanzler. Herr Kohl, so kurz vor der Wahl, sind Sie der Meinung, dass das regressive Komplexitätsverhalten interdisziplinär kompensiert werden sollte? Also, ich sag mal, ich würde mal sagen, danke. So, und jetzt macht mal Platz da in der Schlange. Ja, Fragen über Fragen und damit zurück ins Studio. Danke, die Kollegin Marek Lisierski war dort live vor Ort. Am Donnerstag verschärften die USA die Sanktionen gegen den Irak. Saddam Hussein soll demnach verpflichtet werden, das in diesem Jahr geförderte Rohöl in die Erde zurückzupumpen. Was der sympathische Diktator in der vergangenen Woche sonst noch so erlebt hat, hat er nur seinem Tagebuch anvertraut. Liebes Tagebuch, ich schreibe dir jetzt, was mir die Woche so alles passiert ist. Am Montag war ich im Fernsehen, war bei Montagsmalern, war total zum Lachen. Am Dienstag bin ich gewählt worden zum Mr. Irak, wahrscheinlich wegen meiner Schnäuzer. Gefeiert habe ich im Puff von Bagdad, da habe ich Liebe gemacht wie junge Lux. Mittwoch hat mir bei Winken Arm ausgerenkt, sah ganz schön blöd aus. Die Reitstunde auf HTI habe ich aber trotzdem gemacht. War nicht so einfach. Später hat mich dann mein Praktikant besucht. Der macht sich ganz gut. Am Donnerstag bin ich mit Freunden um den Block gelaufen. Immer rum, rum, rum. Danach war mir total schwindelig. Am Freitag war Feiertag. Da ziehe ich mir immer lustigen Hut auf. Danach war ich schwimmen im Fluss. Ja, und plötzlich musste ich Pipi machen. Hab ich einfach laufen lassen. Hat aber keiner gemerkt. Ach, tolles Tagebuch. Das war meine Woche. Tschüss. Ja. Heute Nacht beginnt in Mitteleuropa wieder die Sommerzeit. Um 2 Uhr werden die Uhren eine Stunde vorgestellt. Um mit den Fahrplänen nicht durcheinander zu kommen, will die Deutsche Bundesbahn sämtliche Züge bis zum Ende der Sommerzeit im Herbst stehen lassen. Aber auch in der Bevölkerung gibt es Verunsicherung. Heute Nacht beginnt die Sommerzeit. Alle Uhren werden um eine Stunde vorgestellt. Darf ich Sie etwas fragen? Also wie sieht das denn hier aus? Ja, so filmen nur Schwachbegabt und Sauerländer. Ich bin Regisseur, ja? Ich kann mal ein bisschen weiter rüber, ein bisschen weiter links. So, wir schauen uns das nochmal an. Kann die Maske nochmal drüber gehen vielleicht? So, fangen wir nochmal von vorne an, ja? Kamera läuft und bitte. Es geht um die Sommerzeit. Die Sommerzeit, das ist ja interessant. Die Sommerzeit, für mich ein toller Film, habe ich 10-mal gesehen. Ja, gehört für mich zu den besten Filmen überhaupt. Ich führe eine Umfrage zum Thema Sommerzeit durch. Wie Sie wissen, werden in dieser Nacht die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Was, Sommerzeit? Ach nee, ne? Da scheiße ich schon wieder. Ist auch eine Meinung. Stichwort Sommerzeit. Wann stellen Sie Ihre Uhr um? Na, wann stelle ich die um? Na, beim Staubwischen zum Beispiel, ne? Aber danach kommt die sofort wieder auf ihren alten Platz, das ist doch klar. Eine Frage zu uns! Ich hab's gefunden! Das ist euer verstecktes Radio! Ich hab's gefunden! Die Uhren werden auf die Sommerzeit umgestellt! Das darf hier nicht sein! Ich darf hier nicht... Ah! Ich darf hier nicht sein!
Das legendäre Pop-Duo Modern Talking ist wieder zurück. Vor wenigen Minuten verlor es bei der großen Unterhaltungssendung Wetten, dass die Saalwette. Bullen und Anders hatten gewettet, sie würden jemanden finden, der sich über ihr Comeback freut. Der Wochenshow gaben Dieter Bohlen und Dauerfreundin Nadel ein ausführliches Interview. Sehr geehrter Herr Bohlen, Frau Nadel. Ihre traute Zweisamkeit wurde vor einiger Zeit von einer Frau namens Verona Feldbusch unterbrochen. Aber was viele nicht wissen, auch Sie, verehrte Nadel, hatten einen Liebhaber. Und zwar hier im Haus von Dieter Bohlen. Also ich hatte das gar nicht so richtig mitgekriegt. Also dass ihr zwischendurch jemand anders gewohnt hat. Moment mal, Dieter, ja, noch erzähl ich. Ja. Nadel, also Sie hatten einen Liebhaber, aber du, Dieter, hast die Sache durchschaut, weil du dich im Schlafzimmer versteckt und die beiden beobachtet hast. Das glaube ich auch nicht ganz, aber... Es ist aber so. Du hast mich ja nicht entdeckt oder so. Ja, gut. Lasst uns jetzt nicht streiten, Dieter. Als du Nadel auf dem Bett gesehen hast, was hast du dir da gesagt? Oh, guck mal, den fetten Arsch in dem kleinen Rock und so. Was sind Männer so sagen? Was meinen Sie dazu, Nadel? Naja, es muss für ihn bestimmt ganz schön schlimm gewesen sein, ne? Sagte Dieter auch. Das ist vielleicht auch besser so. Was ist denn das hier? Wir waren draußen im Matsch. Matsch? Ist das nicht eher hundisch? Letzte Frage, Dieter. Du bist ja nun ein Mensch von großer Lebenserfahrung. Hast du abschließend vielleicht noch eine Weisheit für die Nation auf Lager? Ich meine, wie gesagt, also gebranntes Kind scheut das Feuer, glaube ich, oder wie das so schön heißt. Oder wenn man einmal in Bonn gefallen ist oder was, oder es gibt ja tausende so Sprichwörter. Und oder wir anderen eine Grube gräbt, fällt nicht weit von der Flinte ins Korn. Ja. Vielen Dank, Frau Bohlen, herzlichen Dank. Nadel. Und nun der Nachrichtenüberblick mit der immer treuen Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick. Bonn. Finanzminister Theo Weigel forderte gestern die Abgeordneten zu mehr Interesse am Breitensport auf. Außenminister Klaus Kinkel zeigte dafür wenig Verständnis. Klaus, wann fängt die Bundesliga wieder an? Die läuft doch schon, du Knackwurst, du. Hannover. SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schröder bereitet sich intensiv auf die bevorstehende Bundestagswahl vor. Ein Teil des Werbematerials für seine Kampagne ist bereits fertig. Hier, ruf mich doch mal an, Kleines. So ein Schwein. Bremen. Außenminister Klaus Kinkel besuchte in der Hansestadt den traditionellen Roland-Fischmarkt. Von den Händlern wurde er zum Krabbenpoolen eingeladen. So eine blöde Lotterie. Schon wieder eine Niete. Köln. Die Mutter der Nation, Inge Meisel, absolvierte am Mittwoch einen Gastauftritt im Millowitsch-Theater. Wie immer schminkte sich die große alte Dame selbst. Weiß man nicht, was man da alles machen kann. Die FDP fordert, dem Biologieunterricht in deutschen Schulen mehr Bedeutung beizumessen. Insbesondere ältere Schüler hätten einen enormen Nachholbedarf. Mutterkuchen? Kuchen? Ja. Und dann läuft es durch die Nabelschnur. Man kann sagen, er isst mit dem Bauchnabel. Das war's für heute. Jetzt aber nichts mehr raus, ihr laute Bengel. Los! Mensch! Mutterkuchen! Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück. Danke, Anke. Der Umzug der Bundesregierung nach Berlin wird teurer als geplant. Aus Kostengründen ist der Termin deshalb jetzt auf Ostern vorverlegt worden. Die Teilnehmer der Ostermärsche können dann gleich alle Möbel selbst mitnehmen. Auch im privaten Bereich wird Sparen wieder großgeschrieben. 40 Millionen Spartipps hat für Sie Lothar van der Lenk.
Hallo, liebe Geldsparer. Ich bin es, der lustige Holländer. Sparen kann so einfach sein. Man muss nur richtig hingucken. Und deswegen spare ich mir jetzt meine Worte und fange gleich mit dem Thema an. Sie alle kennen sie, sie alle benutzen sie. Jene freundlich kleinen Helferlein, die mit ihren zärtlich zarten, wollenden Enden den Schall, den Weg zu unseren Ohren ebnen. Es sind die Ohrenstäbchen. Ganz toll, 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 toll praktisch, aber teuer, teuer, teuer. 2,95 € und dafür kriegt man gerade mal eben 100 Stück. Hey, du, ja, du, ja, hey, willst du der raffgierigen Industrie ein Schnäppchen schlagen? Die Ohrenstäbchen sind nämlich nicht nur für die Ohrenstaben da. Erstes Beispiel, sie wollen eine chinesische Suppe essen. So geht das nicht. Jetzt können sie sich natürlich teure Löffel kaufen, aber das brauchen sie nicht. Benutzen sie einfach diese zwei Ohrenstäbchen. Bitte schön. Und Sie sehen, es ist ganz fantastisch. Na, überzeugt? Noch immer nicht? Dann sehen Sie mal hier. Mein Kollege hier hat einen großen Traum. Er will Gewichtheber werden. Aber er kann sich keine teuren Hanteln leisten. Kein Problem, denn Ohrenstäbchen kann man tausendfach benutzen. Hier sehen Sie. Ganz fantastisch! Sparen, sparen, sparen! Sie brauchen einen neuen Zahnersatz und können sich aber kein Gebiss leisten? Kein Problem! Wir haben doch unsere Ohrenstäbchen! Bitte schön! Sehen Sie! Und sieht ganz toll aus, liebe Sparer! Schön, dass Sie bei uns sind! Sind Sie auch nächste Woche wieder da? Dann sparen wir mit alten Brötchen! Auf Video! Bis dann! Tui, tui und Pankauterin! Und gleich sehen Sie auch in der Wochenshow die neuesten Ideen des Visionärs Herbert Körgens und live bei uns im Studio ein echter Crash Test Dummy. Also, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow und das sind die weiteren Themen. Übers Ohr gehauen, Toni Polster kauft neuen Geißbock. Trendy, Techno-Diskos in Jerusalem. Und mehr Sicherheit, Beifahrer-Airbag jetzt auch fürs Motorrad. Nachdem Debatte der Regierungsparteien bei der Niedersachsenwahl setzt die Koalition jetzt auf eine neu entwickelte Wahlstrategie. Außenminister Kinkel ließ sich das Konzept von dem neuen Wahlkampfexperten der Regierung erläutern. Diese Schnittstelle zwischen der Welt und sozusagen. Ja. Also ich verstehe nur Bahnhof. Schon in der kommenden Woche soll im Deutschen Bundestag eine neue Klimaanlage in Betrieb genommen werden. Der Grund, die Abgeordneten geben bei ihren Reden unglaubliche Mengen heiße Luft von sich. Auf die hohen Temperaturen reagieren die Politiker sehr unterschiedlich. Den Sozialstaat ganz konsequent modernisieren, ihn folglich auch von Aufgaben und Lasten befreien, die dort überhaupt nichts zu suchen haben. Herr Bundeskanzler, wir haben Ihnen mehrfach vorgeschlagen, Sie werden es ja merken, in die Erörterung der Steuerpolitik, in die Erörterung der Rentenpolitik geht. Ich füge an Sie, legen Sie mal auf den Tisch. Meine Güte, das ist ja ekelhaft. Über die man reden kann, denn den Berichten ihrer Kommissionen kann man nicht wirklich. Aber wenn es dann darum geht, dann werden wir Ihnen sagen, die erste Voraussetzung ist, dass die Arbeitslosen und die Oh, ja, genau, ausziehen, ausziehen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble will im Bundestag nun hart durchgreifen. Deswegen hat er in seiner Partei jetzt die Prügelstrafe eingeführt. Er ist nun einmalig und live zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Schäuble. Herr Schäuble, ich frage Sie heute einfach mal nach Ihrer schrillen Krawattenfarbe. Ich kann mir vorstellen, dass Sie die Frage über die Prügelstrafe wahrscheinlich nur ungern beantworten. Das alles sind wichtige Sachfragen. Und um die geht's, denn davon hängt die Zukunft unseres Landes ab und nicht, wer welche Krawattenfarbe trägt. Okay, okay, na gut, alles klar, na schön. Haben Sie neulich nicht sogar Frau Süßmuth den Hintern versohlt? Das hörte man. Hat sie das denn wirklich verdient?
Ja gut, es kommt nicht darauf an, es geht nicht um Verdienste und es geht nicht darum, ob es neu ist oder nicht, sondern es geht darum, was ist richtig. Okay, okay, okay. Mittlerweile wurde bei Ihnen ja jeder schon einmal verdroschen. Wie sieht es denn aus in Ihrer Partei? Ich meine, haben Sie nicht alle unheimliche Schmerzen? Es ist ja nicht so, dass wir vor Not nicht mehr laufen können, aber wir haben trotzdem erhebliche Probleme. Naja gut, dann hoffe ich, dass Sie den Kohl auch mal übers Knie legen. Wir kümmern uns um die Sache und die ist wichtig und schwierig genug. Ganz meine Meinung. Vielen Dank, Herr Schäuble, und viel Erfolg. Zeitreisen sind ein alter Traum der Menschheit. Die einzige Möglichkeit, in die Zukunft zu reisen, ist bisher, sich in seiner Stammkneipe besinnungslos zu trinken. Wie von Zauberhand wacht man dann einen ganzen Tag später irgendwo anders wieder auf. Einen eher wissenschaftlichen Ansatz präsentiert uns Vordenker und Frührentner Herbert Görgens. Guten Tag, ich befinde mich hier im Garten von Herrn Herbert Görgens. Er hat einen. Jo, hallo Tag auch! Von mir aus hier! An die Geräte zu Hause! Und vor allen Dingen auch an alle Gartenfreunde! Im Moment ist das hier in meinem Schrebergarten noch ein bisschen kahl! Aber dann müssen Sie mal im Sommer wiederkommen, wenn hier der ganze Heuschnupfen blüht! Dann pumpe ich mir ein kleines Bassin auf! Eine ganz besondere Erfindung gemacht, für die Füße! Nicht wahr? Jo, das hab ich wohl! Ja, dann erzählen Sie uns doch, worum es sich handelt. Also, ich habe da Zeitreisen erfunden, hab ich. Ich kann also praktisch in die Vergangenheit reisen. Kann ich. Theoretisch. Was heißt jetzt theoretisch, Herr Görgens? Naja, da brauche ich natürlich eine Zeitmaschine dafür. Ah, Sie haben eine Zeitmaschine. Jo, die hab ich wohl. In Schuppen drin hab ich die. Muss ich holen. Soll ich? Ja, bitte. Ja, dann müssen Sie mir aber helfen. Ja, klar. Was kann ich tun? Also, ich gebe mir gleich ein Seil in der Hand und dann müssen Sie nur dran ziehen. Aber erst, wenn ich Getz sage. Also, wenn Sie Getz sagen. Ja, wenn ich Getz sage. Getz ist das schon. Ja. Ja. Ja? Getz. Bitte, das soll jetzt eine Zeitmaschine sein? Ja, sicher! Das ist keine Zeitmaschine, das ist eine Seifenkiste. Hören Sie mal, da muss ich aber schon sehr bitten, ja? Das ist eine 1A-Zeitmaschine, ist ja mit allen Zip und Zap und allen drum und dran. Gut, dann reisen Sie doch jetzt einfach mal hier in die Vergangenheit. Ja, bin ich doch schon längst. Immer wenn ich hier drin sitze, dann habe ich so schöne Erinnerungen an früher. Zum Beispiel, wie ich mit meinem Nachbar Heinz das große Rennen gewonnen habe, als Kinder noch. Das ist nicht Zeitreisen, das ist Unfug. Ist es nicht? Ist es doch. Komm ich jetzt im Fernsehen? Nein. Hören Sie mal, Sie sind doch einen ganz schönen harten Brocken, das will ich Ihnen mal sagen, ja? Hören Sie doch auf. Ich kann auch die Zukunft voraussagen. Lassen Sie es sein. Gleich geben Sie zurück zur Wochenshow. Zurück zur Wochenshow. Ah. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Menschen 98. In Leipzig findet zurzeit die internationale Buchmesse statt. Bücherwürmer aus aller Welt treffen sich dort mit Bücherwürmern aus aller Herren Länder und tauschen Klappentexte aus. Eine ganz herausragende Neuerscheinung in diesem Jahr ist das Buch Crash Boom Bang. Begrüßen Sie mit mir den Crash-Test-Dummy und Autor Klaus Wilhelm Welle. Guten Abend. Bitte nehmen Sie Platz. Freue mich, hier zu sein. Ja, dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Setzen Sie sich einfach ganz vorsichtig. Herr Welle, Sie kommen direkt aus Leipzig. Wie war denn die Fahrt? Absolut katastrophal am Anfang, ja. Die Autobahn war völlig frei. Aber ab Dortmund gab es dann endlich einen Crash nach dem anderen. Das ist super, ja, sage ich Ihnen. Ja, ja. Aber Kopfschmerzen habe ich Ihnen. Oh. Haben Sie vielleicht einen Schluck Wasser? Aber selbstverständlich. Für meinen Aspirin? Ja, bitteschön. Ja. Oh. Ja, Herr Welle, Sie sind ja nun nicht nur Unfallversuchspuppe, sondern Sie haben auch ein Buch geschrieben. Crash, Boom, Bang, eine Biografie. Eine Autobiografie. Ah ja, natürlich, natürlich. Ich habe mal in der Vorbereitung der Sendung ein bisschen in diesem Buch geblättert. Und wie ich finde, geben Sie ja dem Leser schon bereits auf Seite 1 eine sehr harte Nuss zu knacken. Sie schreiben dann nämlich, ich zitiere einmal... Was wollen Sie damit sagen? Ja, dass es verdammt schwierig ist, mit solchen Händen Schreibmaschine zu schreiben. Ach so. Ja gut, dann sehen wir mal. Das ist auch noch relativ interpretierbar. Nun,
ab Seite 17 haben Sie dann ja offensichtlich diktiert. Sagen Sie, wollen Sie uns nicht mal etwas vorlesen? Gerne, Momentchen. Ja. Ich habe auch etwas Lyrik dabei. Ja, schön. Ist immer sehr Titel, spannend. Die neun Leiden des jungen W. Von Klaus Wilhelm Welle. Wenn ich in eine Mauer bretter und es ist noch Schauerwetter, dann brauche ich gute Regenreifen, sonst tue ich voll dagegen streifen. Das war wirklich eine ganz ausgezeichnete Postprobe dieses tollen Buches und es war sogar ein Schüttelreim. Ja, genau. Nichts passiert. Ich bin Profi. Ja. Oh. Das sehen wir, Herr Welle. Ja, Herr Welle, die Frage, die natürlich all unsere Zuschauer interessiert, was hat Sie denn letztlich dazu bewogen, Schriftsteller zu werden? Ja, also ich wollte mich beruflich verändern und habe auch mal ganz kurz als Michelin-Männchen gejobbt, ne? Ja, und ich habe ein Video mitgebracht. Aha, dann schauen wir doch einmal rein. Oh, ja, das tat bestimmt ganz schön weh. Wie? Das können Sie laut sagen. Ja, das tat bestimmt ganz schön weh. Ja, ein Kapitel, was mich auch ganz besonders noch interessiert hat, das ist übertitelt mit heiße Reifen, hart gebremst. Ja, da geht's um Sex mit Dummies. Also mit mir. Ach so, ja, aber ich glaube, man kann das hier auch vor unserem Publikum einmal sagen. Es geht doch wohl auch um Ihre erste große Liebe, nicht wahr? Stimmt. Aber aus der ging ständig die Luft raus. Nein, also die meine ich jetzt im Moment nicht. Was ich meine, das ist die Rita. Rita. Herr Welle, nicht traurig sein, wirklich. Oh, um Gottes Willen, sagen Sie. Wie lange haben Sie denn die Rita schon nicht mehr gesehen? Oh, das ist eine Ewigkeit hier. Ja. Wir haben damals zusammen einen Crashkurs besucht. Ja, das ist ja wirklich ganz, ganz tragisch. Aber mein lieber Herr Welle, was würden Sie denn sagen, wenn Ihre Rita heute Abend hier wäre? Ja? Rita hier? Meine Damen und Herren, hier ist sie. Begrüßen mit mir die erste große Liebe von Klaus Wilhelm Welle, Rita Busch. Namen Rita. Mein Gott, die Rita! Ja. Oh. Ja. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Große Freude. Rita, wo haben Sie und Klaus sich denn eigentlich damals kennengelernt? Also das war so, er hat mich beim Treffen mitgenommen und das hat sofort geknallt. Ja, ich war auf dem Weg zur Arbeit und dann habe ich Rita an der Teststrecke gesehen. Noch im Krankenhaus haben wir uns dann verlobt. Ja, meine Güte, das klingt ja wahnsinnig romantisch, aber sagen Sie, warum haben Sie sich denn dann getrennt? Ach, der Klaus, der hat immer Arbeit mit nach Hause gebracht. Ja, einmal bin ich mit meinem Testwagen in eine Schrankwand gerumst. Also. Ja, das war aber mit 130. Ja gut, ich meine, das ist doch zu entschuldigen. Ich meine, wenn sonst alles... Nee, da war ja noch ein Problem. Das war das mit dem Sex. Aha, das ist interessant. Wie sah denn Ihr Sexleben aus? Na, ich frag mal zurück, Herr Lück. Kennen Sie den Ken? Kennen Sie den Ken? Das ist der Freund von der Barbie. Haben Sie dem schon mal die Hose runtergezogen? Ja, natürlich. Ich meine, natürlich kenne ich diesen Ken. Ja. Ja. Dann wissen Sie auch, wie das aussieht beim Klaus untenrum. Aha. Oh. Naja, aber ich habe Frauen was ganz anderes zu bieten. Ich bin zum Beispiel sehr anschmiegsam. Guck mal, Rita. Oh, das ist ja ganz toll, Rita. Sehen Sie, er macht sich richtig krumm für Sie, ja? Wollen wir es nicht noch einmal miteinander probieren, Rita? Naja, aber ich... Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesen herzerwärmenden Bildern sind wir schon am Ende von Mensch 98. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss. Kreativität. Perfektion.
Zeit. Disziplin! Freude am Fahren auf deutschen Autobahnen. Zum Sport und zum Fußball. Nach der Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Brasilien plant Bundestrainer Berti Vogts für die WM eine andere Taktik. Gewinnen. Sein Musterschüler dabei ist Ulf Kirsten. Hey, was machst du denn da? Nimm mal die Hände vom Sack. Mann! FC Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni setzt beim Kampf um die deutsche Meisterschaft vor allem auf Giovanni Elber und Thorsten Fink. Er will die beiden nun endlich ihren Fähigkeiten entsprechend einsetzen und sie an der Bande stehen lassen. So ein Mist. Verdammt. Borussia Dortmund konnte in der laufenden Bundesliga-Saison nicht überzeugen. Und dies, obwohl Andi Heulsuse Möller tagtäglich mit dem Fahrrad zum Training fährt. Guck mal hier, ich habe mir jetzt endlich Fahrradklammern gekauft. Super. Weißt du, ich war es endgültig leid. Ja. Ich habe mir mindestens, ich will nicht lügen, 3 bis 2 Hosen versaut. Echt? Weißt du, wegen dem Öl, das kennst du auch. 3 Hosen, ungelogen. Mhm. 1, 2, 3 Hosen habe ich mir versaut. Ich hätte mir wirklich so die Spritz geben können, echt. Viele Nationalmannschaften haben die Qualifikation zur Fußball-EM in Frankreich verpasst. Österreich leider nicht. Die Alpenkicker träumen jetzt sogar vom Titel. Neben mir steht der Trainer der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Hallo. Ich küsse die Hand. Was machen Sie denn da? Ja, die Österreicher haben sich ja dann doch noch irgendwie für die WM qualifiziert. Eins ist aber klar, sie werden die Vorrundenspiele allesamt verlieren. Ich meine, trotzdem sind sie davon überzeugt, dass sie nach Paris zum Endspiel fahren. Wie wollen sie das anstellen? Na, passen Sie auf. Also. Sie nehmen bei St. Pölten die Nationalstraßen 14 bis Wien, dann die E56 bis München, dort der kurze Pasten bei einer Melange und dann sind es nur noch 9 Stunden bis Paris. So ein Quatsch! Das gibt's doch gar nicht, Sie haben gar keine Ahnung von Fußball. Ich habe keine Ahnung von Fußball, Sie haben keine... Das war Marco Rima für die Wochenshow, ich gebe zurück ins Studio. Schwimmsport ist insbesondere bei Männern sehr beliebt. Das größte Interesse zeigen die Herren nach wie vor für das 100-Meter-Kraulen der Damen. In Rom, der Sportabteilung der Wochenshow, begrüßt Werner Liefen und einen Wassersportler, der in seiner Disziplin ein wahrer Meister ist. Hallo liebe Rumfreunde, schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen bei Rum. Ich habe 2 Tage im Bett gelegen, dabei täglich auf eine Mahlzeit verzichtet und 3 Kilo abgenommen. Daran nehmen Sie sich mal ein Beispiel, Mutter Beimer. Ich möchte Ihnen heute einen ausgefallenen Wassersportler vorstellen. Es ist Thorsten Zages aus... Naja, ist ja auch egal. Thorsten, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie? Vom Turm, Herr Liefen. Vom Turm, nicht weit vom Turm. Also, kann auch sein. Da bin ich nicht so belesen. Thorsten, Sie sind Turmspringer und Malermeister und Sie haben es geschafft, das Blödsinnige mit dem Hintersinnigen zu verbinden. Wie macht man das denn? Also, wenn ich vom Turm springe, ne, dann male ich und hey, darin bin ich Meister. Potzblitz, das klingt ja noch bescheuerter, als ich jeweils gedacht habe. Was malen Sie denn so, Thorsten? Hey, Aquarelle natürlich. Das heißt, oben auf dem Turm, da grundiere ich und vom Eintauchen, naja, dann ist es fertig. Na, Donnerwetter, wenn das klappt, dann fresse ich ein Schnitzel. Wenn man drauf auf den Turm, Thorsten. So, liebe Rumfreunde, das kann noch ein wenig dauern, bis der Thorsten... Oder auch nicht. Also, dann Pinsel frei. Donnerlittchen. Dolle
Haltungsnoten, liebe Rumfreunde. Thorsten, doll gemacht. Was soll das denn jetzt sein? Der Mann mit dem goldenen Helm. Ist aber ganz schön frei interpretiert. Wie, aber das kommt davon, wenn man Aquarelle im Wasser malt. Wie gewonnen, so zerronnen. Tja, liebe Rumfreunde, ich gebe dem jetzt hier erst meine Mark. Bitteschön. Und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, immer schön rumschauen. Bundestrainer Berti Vogts hat sich noch immer nicht endgültig entschieden, welche Spieler er mit zur Fußball-WM in Frankreich nimmt. Nur eines ist sicher, Lothar Matthäus ist in Frankreich nicht dabei. Zu dieser Tatsache hat sich der Lothar so seine Gedanken gemacht und sogar ein Lied geschrieben. Mario, jetzt hör mir mal genau zu. Ich tue dir jetzt nämlich gleich einen super Bob-Musiktitel vorspielen. Und jetzt musst du dich total freuen, weil der Produzent hat nämlich gesagt, es wäre auch was für dich. Ich bin in Frankreich nicht dabei. Nee. Den ganzen Sommer hab ich frei. Vom Juni bis zum Juli bleib ich oder geht er länger? Und Kenner tut ihn hören mein Schrei. Das ist eine Riesensauerei, eine Frechheit, um nicht zu sagen. Und alles nur wegen dem Berti. Nur wegen dem Uzimmel. Früher hatte ich bei dem einen Stein im Brett. An Gewaltigen, der hat mich total schön genug. Jetzt kaufe ich mir einen Fernseher beim Berti und leg mich mit einem Weizenbier ins Bett. Oder auch zwei Weizen oder drei Weizen, ich mein, denn ich bin in Frankreich nicht dabei. Na gut, sag ich immer einfach so. Den ganzen Sommer hab ich frei. Ist doch eigentlich total super. Ich meine, fahre ich mal mit Mario in die Staaten mit einem Cabrio. Tschüss, Lothar. In Berlin findet in diesen Tagen zum 10. Mal die Ausstellung Eros und Ekklesia statt. Wieder einmal versuchen die Veranstalter verzweifelt eine Verbindung zwischen mittelalterlicher Musik und Erotik herzustellen. Mein Kollege Bastia Pastewka ist vor Ort. Guten Tag. Ich melde mich hier vom Festival für mittelalterliche Avantgarde-Musik, Eros und Ekklesia, Erotik und Kirche. Avantgarde-Musik, ohnehin schon schwer zu ertragen, aber dann auch noch gespielt von mittelalterlichen Teesocken wie Mechthild Stumpf, die ich nun interviewen muss. Frau Stumpf, das Festival heißt Eros und Ekklesia. Meine Frage an Sie, was haben Sie mit Eros zu tun? Es ist die Verbindung der Klangkörper mit dem Geist in seiner substanziellen erotischen Erscheinungsform. Wie schon die frühen Bänkelsänger. Toll, dann tragen Sie uns doch jetzt etwas aus Ihrem Lied gut vor. Ja, gerne. Zunächst aber möchte ich mein Wesen dem höfischen Charakter dieser Volksweisen angleichen. Wozu? Genau so stelle ich mir mittelalterliche Ackerweiber vor. Gewaltige Kostümierungen unterstreichen die Melodie. Doch dieses spezielle Stück verlangt nach einem mittelalterlichen Folterensemble. Ach was. Mittelalterliche Avantgarde-Musik. Besser als Ihr Ruf. Zurück in die Woche. Also gibt es auch als Video. Sehr, sehr eindrucksvoll. Und nun kommen wir zu den heißen Schlagzeilen der vergangenen Woche mit heißer Nadel gestrickt, gerade eben reingekommen. Hier ist eine Meldung, die Meldung, die wirklich die ganze Nation bewegt. Die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft gibt es weiterhin unverschlüsselt. Weiterhin verschlüsselt bleiben aber die Aussagen von Bayern-Trainer Trapattoni. Es ist, ja. Es muss, 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 mu
Das gibt's ja auch in der Musikbranche, ja? Ganz schrecklich, schrecklich, schrecklich. In der Musikbranche gibt's auch sowas Verschlüsseltes. Kein Mensch versteht die Texte auf der neuen CD von Herbert Grönemeyer. Kein Mensch. Tragisch. Doch einer, Trapattoni. Hoch hinaus wie China. Das Reich der Mitte. Und zwar direkt auf den Mond. Das Raumfahrtprogramm wird durchgeführt unter dem Namen NASA Goreng. Nächste, oh Mann, ja, es geht noch weiter. Michael Jackson, der King of Pop, ist zurzeit in München. Dort treibt er sich verkleidet als Frau herum. So getarnt kommt er unbehelligt in jeden Kindergarten. Was ja heute viel einfacher wird, ja, total einfach, Geld kriegen, Geld bekommen, wird immer leichter. In Zukunft braucht man keine Euro-Scheckkarte mehr, man braucht keine Kreditkarten mehr. Es genügt ein Augenaufschlag am Geldautomaten. Pech für Kadal, der bekommt nur die Hälfte raus. Trotz Lack, Leder oder Gummi beim Liebesspiel sind heute immer noch die guten alten Werte gefragt. Wirklich wichtig beim Sex ist die Romantik. Die richtige Stimmung erzeugt man mit Champagner, Kerzenlicht und Kuschelmusik. Und was den meisten Männern dann nur noch fehlt, ist eine Frau! Und zum Schluss noch eine Meldung aus dem englischen Königshaus. Die Chefin des Hauses kümmert sich nun um den Umweltschutz. Queen verbessert Londoner Luft. Sie verhängt ein Auftrittsverbot für die Kelly Family. Das waren die Schlagzeilen von der Woche. Was der Großvater noch wusste. Ja! Früher, als ich noch jung war, wollte ich immer alles haben. Ein Fahrrad zum Beispiel. Und dann habe ich es bekommen. Aber zufrieden war ich nicht. Dann wollte ich ein Moped. Und irgendwann habe ich es auch bekommen. Aber gereicht hat's mir nicht. Heute, im Alter, wird man etwas bescheidener. Gestern zum Beispiel habe ich eine Erektion bekommen. Und das war super. Müssen Sie einfach einsehen werden. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu 1, 2, 3, 4, 4 um 10. Heute wollen wir ein Thema behandeln, das auch nach der Rechtschreibreform großgeschrieben wird. Die Liebe. Petra, wie würden Sie die Liebe definieren? Also wir haben vor wenigen Tagen darüber gesprochen bei uns in der Lastengruppe. Ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los. Ja, wir sind zu folgendem Schluss gekommen. Also Liebe, das ist doch in erster Linie Gefühl. Genau, deswegen nehme ich auch keine Gummis, damit ich mal ein bisschen was fühle untenrum hier. Ja. Ich denke, man muss hier schon unterscheiden zwischen dem Ausleben eines in erster Linie triebgesteuerten körperlichen Verlangens und auf der anderen Seite ganz eindeutig der tiefen psychologisch bisher unerklärten Zuneigung zu etwas. Verstehen Sie? Sicher! Also was ich sagen will, Sex und Liebe muss man trennen. Naja, also genau das sehe ich ja anders. Also da bin ich anderer Meinung. Bei Männern ist das vielleicht so, aber Frauen können und wollen das nicht trennen. Ja, Sex und Liebe. Es sei denn, ihr kriegt einen Fuffi dafür. Ja, das leuchtet mir ein. Einen 50er? Ja. Können Sie auf einen 100er rausgeben? Das ist natürlich wieder. Das ist typisch. Es ist einfach wieder typisch. Es ist typisch für alle Männer, möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Ja? Liebe ist gleich Sex oder was? Es geht direkt rein in die Kiste und dann gibt es nicht mal ein Vorspiel. Ja, aber dafür gibt es ein Nachspiel. Nämlich immer, wenn du nicht bezahlen kannst, im Puff. Ja, so. Ja, im Puff, ja. Im Puff, klasse.
Können die da vielleicht rausgehen? Ein bisschen Silenzium, ja? Also man muss ja schon unterscheiden. Die Begrifflichkeiten sind doch entscheidend. Ja, auf der einen Seite, ganz klar, haben wir die körperliche Liebe, nicht? Also man hat die körperliche Liebe, also den knallharten, den richtig knallharten Sex. Oh. Und dann gibt's natürlich noch die platonische Liebe. Plato, was? Heißt das, dass die Tussen dabei die hohen Stiefel anlassen, oder was? Nein, das hohe Stiefel kostet das was extra, oder? Ja. Nein, nein, ich möchte Ihnen da ganz ein einfach simples Beispiel geben, ja? Während meines Studiums zum Beispiel habe ich monatelang widerliche, menschenverachtende, abstoßende Briefe bekommen. Ich habe sie natürlich nie gelesen, nicht? Warum denn nicht? Weil ich sie selbst geschrieben habe. Also, vielleicht mal folgender Punkt. Ich denke doch, da wo Liebe ist, da ist auch immer Kummer. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie elend ich mich gefühlt habe damals, als die Frauke mich völlig unerwartet verlassen hat. Unerwartet? Guck dir doch mal an! Oh, 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 oh. Das geht nicht. Das geht nicht. Nein, es geht nicht. Es geht, genau. Wir müssen über was anderes sprechen. Ja, einen Punkt habe ich übrigens bisher ganz bewusst nicht angesprochen. Welchen? Buchs aus. Ja, das werde ich euch jetzt nicht sagen. Schließlich habe ich ihn ganz bewusst nicht angesprochen. Ach so. Ja, vielleicht darf ich nochmal auf den Liebeskummer zurückkommen. Ich habe den Eindruck, dass Männer und Frauen damit völlig anders umgehen. Also wenn ein Mann längere Zeit ohne Partnerin ist, dann greift er doch direkt zur Flasche. Ja, wonach ihr greift, das wissen wir ja wohl, hä? Willi, 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 Willi. Widerlich. Leute, hör doch mal zu meinem Klartext, ja? Also, wenn mich eine Alte verlässt, hä? Dann suche ich mir eine neue. Gibt doch genug davon, oder? Gib es doch, hä? Gib es doch. Ach ja, wo denn? Merken Sie eigentlich nicht, auf was für ein Niveau wir uns hier begeben? Oh. Das wird ja zunehmend Frauen verachten, besonders von Ihnen, Gerd. Moment, Moment, also ich verachte die Frauen doch überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich wäre sogar mal ganz froh, sehr froh, wenn ich eine feste Freundin hätte. Das kommt jetzt natürlich ein bisschen überraschend, Gerd, das wussten wir natürlich nicht. Ist das wirklich so, dass Sie eine feste Freundin suchen? Ja klar. Wer soll denn sonst meine Bude sauber halten? Nee, also, ja. Ob Sie es glauben oder nicht, wir leben im 20. Jahrhundert, falls Sie es noch nicht gemerkt haben. Also ich habe Geräte zu Hause, die mir durchaus helfen. Jo, das weiß ich. Mille, 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 mille. Nee, also es reicht mir jetzt wirklich. Ich bin wirklich froh, dass es Einrichtungen gibt wie Frauenhäuser, in die wir Frauen pflichten können. Ja. Von Männern, wie Sie es einer sind. Toll, ja, kann ich mitkommen? Können Sie vielleicht wechseln? Ja? Mit Ingolf Lück.